Moin zusammen, Fennec hier. Heute will ich euch mal was Kleines aus Sunbreak zeigen. Und zwar hat der YouTuber oder die YouTuberin, ich weiß es jetzt nicht, die Serie vor 2 Wochen ein Video hochgeladen und da gezeigt, wie die Schattenboxen als richtige Waffe genutzt haben. Da haben die gegen einen Daimyo Hermitor gekämpft und das Ganze zu viert. Und die haben Schattenboxen genutzt und damit pro Hit an sich 161 Schaden gemacht oder aufgeteilt in einen Schaden beim Schattenboxen und dann ein weiterer Proc mit 160 immer. Und heute will ich euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Kurzer Spoiler, im Einzelspieler ist es nicht wirklich zu gebrauchen. Da muss man dann wirklich schon eher im Multiplayer darauf gehen, auf die Technik. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ich glaube aber schon, dass das nicht so gewollt ist. Aber was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal ein Jagdhorn. Und Schattenbox. Das sind die beiden Sachen, die wir benötigen, um das Ganze auszuführen. Bei dem Jagdhorn brauchen wir dann die Wechselkunst Seidenbinder-Schockwelle. Weil dadurch funktioniert das Ganze. Wenn wir jetzt die Seidenbinder-Schockwelle nutzen, sind wir ja gebufft. Und da macht jeder Hit einen zweiten Schockwellenschaden sozusagen. Und dann gehen wir hier zum Monster mal hin und dann. War das Falsche? Dann nutzen wir mal Schattenboxen. Und da seht ihr schon, wir machen durch Schattenboxen einen Schaden und dann durch die Seidenbinder-Schockwelle machen wir dann 42 Schaden. Wie skaliert das Ganze jetzt aber? Also wie können wir da den meisten Schaden bei rausbekommen? Dafür habe ich mal ein paar Sachen getestet. Es kann ja entweder nur Angriff oder Element sein. Und nach vielen Rum hin und her geteste, da zeige ich euch kurz mal. Also ich hatte mir einmal nur den Angriff geboostet. Das haben wir hier. Eben haben wir ja gesehen, haben wir 42 Schaden gemacht. Und wenn wir das Ganze jetzt mit dem Angriffsbild machen, also wo ich nur Angriff hochgepusht habe, können wir mal schauen, was kommt dabei raus. 44 Schaden. Also das skaliert nicht so gut mit Angriff. Drum muss es heißen, wir brauchen am besten Element. Und dafür schauen wir uns das Ganze hier mal mit an. Salve können wir da noch rausnehmen, weil das boostet nochmal extra. Wo bist du? Da. Horn Maestro können wir da auch mal rausnehmen. Bei Horn Maestro gibt uns auch noch extra Schaden, aber wenn wir jetzt nur auf Elementschaden gehen, eben haben wir gesehen, ganz am Anfang haben wir 42 Schaden gemacht. Denn mit Angriff komplett hoch, haben wir 44 Schaden gemacht. Und jetzt mit Element komplett hoch sind wir bei 49 Schaden. Das heißt, das Ganze skaliert am besten mit Element. Drum müssen wir jetzt darauf achten, wenn wir unser Bild dazu bauen, dass wir unser Element so hoch wie möglich pushen. Das können wir einmal mit der Erzfeindrüstung machen. Hier haben wir ja die Fähigkeit Verwahrlosung drin. Und wenn wir Verwahrlosung in unserem Bild haben, haben wir auf der roten Wechselkunstrolle eine Erhöhung des Elementschadens. Auf der blauen hätten wir dann mehr Angriff und mehr Stunschaden, aber wir wollen ja den Elementangriff so hoch wie möglich pushen. Also bleiben wir hier auf der roten Rolle. Und des Weiteren haben wir dann hier halt noch das spezifische Element, was die Waffe gerade benutzt. Das ist auch noch wichtig. Ihr könnt hier nicht jeden beliebigen Elementangriff reinbauen, sondern der, der auf der Waffe ist, der pusht dann auch den Elementschaden bzw. den Schockwellenschaden durch die Seidenbinder-Schockwelle. Des Weiteren haben wir hier noch Elementvorteil drin. Das boostet den Elementschaden, wenn wir auf Schwachstellen raufhauen. Und dann haben wir noch Salve hier drin. Dadurch erhöhen wir den Elementschaden auch nochmal, indem wir öfter auf das Monster raufhauen. Und wie eben auch erwähnt, durch Horn Maestro pushen wir den Angriff auch nochmal oder den Schockwellenschaden. Also wichtig sind hier Elementvorteil, Salve, Verwahrlosung und die Elementangriffe. Kurzer Hinweis, ich habe das Bild, was wie Keri in dem Run benutzt hat, konnte ich nicht nachbauen. Wir haben das Kesu-Jagdhorn genommen, da ist von vornherein schon so viel Donnerschaden drauf. Und der Daimyo Hermitower ist ja auch anfällig gegen Donner. Und dann ist da auch Elementangriffsboost drauf, genauso wie hier. Da habe ich drauf geachtet, dass ich halt zumindest das mit drin habe bei dem Jagdhorn. Und die haben anstatt der silbernen Sonnenpanzerrüstung, haben die hier die Nephilin-Rüstung auf die beiden gepackt. Und als Kopf hatten die dann noch den Gormagala-Helm. Also das kurz dazu. Die haben halt Erzfeindrüstung auf Arme und Beine genommen
denn die Chaos-Gormagala-Rüstung auf Gürtel und Brust und im Helm haben die Gormagala-Rüstung genommen. Und dann das Kesu-Jagdhorn. Also ich konnte das nicht komplett nachbauen, weil mir einfach die Materialien dafür fehlen. Aber hier bei diesem Bild kommen wir, wenn ich da jetzt mit den ganzen Sachen raufhau, kommen wir erst auf 82 Schaden und dann bockt die Salve, dann kommen wir auf 90 Schaden insgesamt. Jetzt bei dem Dummy, oh, wir kommen sogar auf 92 Schaden, wenn wir noch ein bisschen weiter warten. Hier die 92 Schaden kamen jetzt dadurch, dass sich der rote Balken verlängert hat und dadurch ist Kampf weitergeprockt und dadurch haben wir durch Kampf, also durch die Fähigkeit Kampf, haben wir nochmal mehr Angriffskraft bekommen. Das Ganze habe ich dann auch ausprobiert gegen Rathian. Rathian ist nämlich sehr anfällig gegen Drachenangriff oder gegen das Drachenelement. Und da bin ich dann im Kampf auf 80 bzw. 83 manchmal gekommen. Wie gesagt, im Einzelspieler ist das wirklich schwer umzusetzen, weil man braucht eigentlich jemanden, der ständig neue Fallen setzt, um so das Monster in Schach zu halten. Sonst läuft das halt andauernd rum oder greift einen selber auch an. Das Ganze wirkt da halt gegen die Effektivität. Kurzer Recap, was brauchen wir? Wir brauchen ein Jagdhorn und da dann die Wechselkunst Seidenbinder Schockwelle. Am besten brauchen wir ein Jagdhorn mit viel Element drauf und am besten noch Elementangriff Boost. Das ist dann das höchste der Gefühle. Da müssen wir die Geste Schattenboxen ausrüsten, dass wir darauf ständig Zugriff haben. Um dann den Schaden der Schockwellen zu boosten, brauchen wir dann viel Elementangriff. Das heißt, wir nehmen so gut wie alle Fähigkeiten mit, die irgendwie den Elementangriff boosten. Und dann sekundär können wir dann auch noch den Angriff boosten, aber das hat nicht so eine große Auswirkung auf das Ganze. Und am besten funktioniert das halt im Multiplayer, wo einer dann immer drauf achtet, okay, ist das Monster, kann ich das Monster wieder in eine Falle setzen? Also, dass er immer rechtzeitig Fallen setzt, dass man durch, oder dass die anderen durch das Schattenboxen dann genügend Schaden machen können. Im Einzelspieler funktioniert das, wie gesagt, nicht so gut. Also davon ist eher abzuraten. Das funktioniert wirklich nicht gut. Guti, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch was Schönes erklären und dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!